Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 2. Und zwar möchte ich mir mal mit euch gemeinsam eine neue Mod von Kai Udenik anschauen. Und diese heißt Expanded Feeders. Man bekommt durch die Mod zwei neue Feeder in das Spiel. Und zwar einmal den Time Dispenser und den Smart Dispenser. Und die sind wirklich richtig, richtig interessant. Also erstmal sehen die aus wie Steine. Das heißt, die fallen nicht großartig auf. So sieht das ganze Ding aus. Der andere sieht genauso aus in der Form. Also die kann man super im Gehege verstecken. Aber die haben wirklich eine richtig krasse Funktion. Denn dort kann man halt Dinosaurier spawnen. Nach Zeit oder halt nach Anzahl in dem Territorium. Das ist super, super spannend. Klingt erstmal kompliziert. Aber im Prinzip ist es dafür gedacht, dass man echt ein bestehendes Ökosystem so bauen kann, ja, für seine Parks. Weil normalerweise ist es ja so, wenn man zum Beispiel einen Wildlife-Park bauen möchte, das heißt, wo alle Dinosaurier freileben, hat man ja ganz viele Pflanzenfresser und ganz viele Fleischfresser in einem Gehege. Und schon nach kürzester Zeit haben die Fleischfresser eigentlich alle Pflanzenfresser ausgerottet. Und das ist halt immer so ein bisschen blöd. Da muss man halt das Jagen ausschalten. Aber dann hat man halt nicht diese coolen Animationen, dass die Fleischfresser auch auf Jagd gehen. Und diese Timed Dispenser und Smart Dispenser, die lösen halt dieses ganze Problem. Weil mit denen kann man echt viel einstellen. Und das heißt, die gucken dann, dass entweder nach Zeit immer neue Dinosaurier nachgespawnt werden, zum Beispiel Pflanzenfresser, oder halt nach Anzahl im Gehege. Klingt wirklich erstmal kompliziert. Ich versuche euch das jetzt mal zu erklären. Also wir sind jetzt hier bei dem Timed Dispenser. Da kann man reingehen. Und sobald man den aktiviert, also der ist jetzt gerade deaktiviert, dann wird nach dieser Zeit, das ist der Spawn-Timer, wenn die abläuft, dieser Gallimimus gespawnt. Hier ist die Art ausgewählt, Gallimimus. Dann das Kosmetik-Set, das ist jetzt hier, ja, der Skin, da gibt es dann einmal das normale und das 1993 Skin-Set. Und dann hier den Skin, also das Muster und, nee, das ist das Muster. Also der Skin und das Muster, so, das wollte ich sagen. Ich aktiviere es einfach mal. So, jetzt läuft hier die Zeit runter und nach dieser Zeit würde halt genau dieser Galli gespawnt werden. Deaktiviere es nochmal schnell. Ändere mal kurz den Timer. Das kann man nämlich hier oben über den Namen machen, damit es schneller geht. Gib jetzt einfach mal ein. Timer. Dann gleich 10. Und jetzt ist das Ganze geändert. Habt ihr das gesehen? Also super, super einfach. Man kann hier wirklich alle Werte auch anpassen. Man muss halt immer erst das hier eingeben, was vorne steht. Also diesen Parameter. Und dann die Zahl. Oder das was man halt haben möchte. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, den Timer angepasst. Wir aktivieren das mal, damit ihr auch seht, dass es funktioniert. Jetzt läuft das ganze Ding runter und dann wird immer jeweils nach 10 Sekunden so ein Galli gespawnt. Das geht halt so lange weiter, bis ich das Ganze wieder deaktiviere, bei diesem Time Dispenser. Habe ich jetzt mal gemacht. Denn ich will euch jetzt erstmal zeigen, wie ihr die ganzen Werte hier anpassen könnt. Das ist eigentlich auch relativ einfach. Das macht ihr halt, wie gesagt, über diese Benennungsfunktion. Und dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr die Spezies ändern wollt, einfach Spezies eingeben, gleich, und dann den Wert, also die Spezies, die ihr haben wollt. Wenn wir zum Beispiel den Velociraptor haben wollen, geben wir Velociraptor hier oben ein. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, ich habe mich verschrieben. Perfekt, ich habe mich verschrieben. So, jetzt hat's geklappt. Ich habe mich gerade schon gewundert, was das war. Ja, jetzt haben wir den Velociraptor hier oben. Damit man sich nicht verschreibt, ist es tatsächlich sogar ein bisschen einfacher, einfach die Anfangsbuchstaben zu nehmen. Zum Beispiel Triceratops. Dann schreibe ich einfach Trick. Geht genauso. Also der füllt das immer auf. Ich kann das eigentlich mit jedem Dino machen. Zum Beispiel Stego einfach nur schreiben. Dann kommt der Stego. Ich könnte auch zum Beispiel nur AM schreiben. Dann kommt der Amaga. Also der füllt immer auf, so wie es passt. Man muss dabei allerdings so ein bisschen aufpassen. Es gibt nämlich auch Dinosaurier, die viele Anfangsbuchstaben teilen. Zum Beispiel, wenn man den Giganotor haben möchte und hier Giga eingibt, dann kommt der Gigantspinosaurus, weil der halt auch mit Giga anfängt. Und da muss man das dann halt so lange schreiben, bis es zumindest eindeutig ist. Giganoto. Also wenn ich jetzt Gigano eingebe, kommt auch der Giganotosaurus. Denk mal, das ist relativ verständlich. Und ja, das geht halt mit allen Werten so. Man könnte jetzt auch zum Beispiel Cosmetic eingeben. Das ist jetzt hier der nächste Punkt. Cosmetic. Gleich. Auf 2 könnte ich das setzen. Dann hätten wir jetzt hier zum Beispiel den Dominion Giga. Der ist jetzt hier, den seht ihr auch als Skin. Da ist jetzt 0 von 0, da kann man nichts auswählen. Aber die können wir jetzt einfach einmal spawnen, damit ihr das seht. Und da ist er. Schon haben wir einen Dominion-Giga. Und der wird vielleicht jetzt hier gleich handen. Ich kann das ja schon mal einschalten.
So, jetzt fängt er auch an, natürlich die Gullies auszurotten nach und nach. Ja, wir nehmen jetzt nochmal einen anderen Dino, damit ihr auch die anderen Werte seht. Nehmen wir nochmal den... Moment. Species. Gully hatten wir gerade, ne? Gully. So, da kann man dann nämlich auch den Skin und so anpassen, indem man Skin, also das Vordere hier nimmt, gleich zum Beispiel Skin 3. Dann seht ihr auch die Farbe hier und den Namen. Und das könnt ihr dann natürlich anpassen, wie ihr wollt. Ihr könnt dann auch Skin 6 schreiben. Dann kommt der 6. Skin. Genau wie mit dem Pattern. Pattern nehmen wir mal 3. Dann haben wir hier das 3. Pattern. Genau, den Timer habe ich gerade schon gezeigt. Den könnt ihr auch ändern. Timer 5 zum Beispiel. Dann sind es nur 5 Sekunden. Und was nochmal cooler ist, man kann das Ganze auch noch mehr abkürzen. Zum Beispiel bei Spezies kann man einfach nur schreiben S gleich. Und dann schreibe ich Velociraptor zum Beispiel oder Velo. Das geht auch. Also S hier. Bei Cosmetic ist es, glaube ich, C. Wollen wir eben testen, ob das geht. Nehmen wir mal 2. Ja, hat geklappt. Jetzt geht das natürlich nicht mehr, weil wir jetzt in diesem Cosmetic-Set drin sind. Gibt es keine Skins und so mehr. Deswegen gehen wir nochmal zurück. Und jetzt können wir zum Beispiel auch den Skin ändern, indem wir S schreiben, einfach nur den ersten Buchstaben. Ja, das hat nicht geklappt. Ach, was Species. Ach, logischerweise, Species ist ja schon S. Dann müssen wir bei Skin wahrscheinlich einfach SK eingeben. SK müsste klappen. Jetzt habe ich die Zahl falsch gemacht. Oh, Vorführeffekt. Aber SK ist dann Skin zum Beispiel. Weil das S steht schon für Species. Und P ist dann die Pattern. Das klappt auch. Müsst ihr natürlich nicht anwenden, also man wird das wahrscheinlich nicht so oft anpassen. Schreibt einfach die Sachen auf oder aus, dann ist es ein bisschen einfacher zu verstehen, denke ich. Wir aktivieren nochmal und dann seht ihr auch, dass hier die Raptoren kommen, alle 5 Sekunden. Alle mit diesem Skin. Man kann das auch nochmal ändern, indem man zum Beispiel Skin gleich random macht. Dann ist der Skin immer unterschiedlich. Das können wir auch mit der Pattern nochmal machen. Pattern gleich random. So, und jetzt kommen alle 5 Sekunden Random Velos daraus mit Random Skins. Und die greifen schon den Giga an. Perfekt. Das ist schon sehr, sehr cool. Man kann sogar das Cosmetic Set auf Random machen. Cosmetic. Und dann kann es sogar sein, dass dann auch mal so ein Blue oder so dazwischen ist. Weil dann auch die Dinger ausgewählt werden können. Das hier ist, glaube ich, jetzt zum Beispiel... Na, guck mal hier. Perfektes Beispiel. Das ist doch der weibliche 2001er ist es, ne? Ne, ja doch, ich glaube schon. Doch, der 2001er ist es, der weibliche Raptor-Skin. Das ist, glaube ich, auch das Männchen davon. Die sind dann nämlich auch da mit zwischen. Das ist doch cool. Das kann man alles auf random einstellen. Und ihr seht schon, der Spam ist jetzt gerade real mit Velociraptoren. Aber so funktioniert halt dieser getimte Spawner. Jetzt gibt es natürlich aber auch noch den Smart Dispenser. Der spawnt die Dinosaurier nicht nach Zeit, sondern nach der Population in dem Territorium. Das heißt, wenn wir das jetzt hier runterstellen zum Beispiel, das geht wieder genauso. Ich muss jetzt einfach Target eingeben können und dann 5. Also wenn jetzt die Population von den Gallimimus in dem Territorium bei 5 wäre, würde der aufhören zu produzieren. Das können wir jetzt einfach mal direkt testen, würde ich sagen. Aktivieren wir das Ganze. Sollten die nach und nach spawnen, bis 5 Stück da sind. Das geht ja relativ fix. Und ich mache schon mal noch einen weiteren Spawner schnell. Da stellen wir nämlich jetzt mal einen Fleischfresser schnell ein. Da ändere ich mal schnell die Species, nehme ich mal den Allo. Und dann machen wir da die Population Target auf 1. Dass wir nur ein Allo haben. Oh, guck mal, jetzt sind schon die 5 Gullies da. So schnell ging das. Und der hört jetzt auch auf zu produzieren, meine ich natürlich. Weil halt 5 jetzt schon in dem Territorium sind. Aber wenn wir jetzt den Allo hier spawnen. Der wird nämlich jetzt gleich den ein oder anderen Gully da legen und dann spawnt der hier wieder einen nach. Das ist dann natürlich besonders praktisch für so einen Wildlife Park. Das heißt, wenn ein Dinosaurier erlegt wird oder eine Beute erlegt wird, dann sorgt dieser Feeder dafür, dass halt neue nachspawnen. So, jetzt seht ihr das gleich ganz gut. Der Allo geht jetzt auf Jagd. Wird jetzt gleich einen der Gullies hier erlegen. Den hat er jetzt getötet und jetzt ist der Bestand nur noch auf 4. Das erkennt jetzt gleich der
Dispenser hier und füllt das wieder auf 5 auf. Also ihr müsst jetzt gleich mit Gully wieder rauskommen, wenn alles funktioniert. Und da ist er, der 5. Gully. Und damit bleibt halt die Population immer schön erhalten. Auch wenn jetzt der alle sich eine Beute erlegt hat, die er jetzt verspeist. Könnt ihr es jetzt auch nochmal hier testen. Tötet jetzt einfach mal den. Dafür gibt es ja auch dieses Destroy-Tool. Der müsste jetzt auch gleich sterben. Da ist er tot. Und jetzt erkennt das dieser Dispenser und hat direkt einen neuen gespawnt. Weil hier vorne habe ich ja zum Beispiel einen Alu eingestellt, der immer da sein muss. Das heißt, wäre der jetzt an Altersschwäche gestorben, hätte der Dispenser hier dafür gesorgt, dass direkt ein neuer geboren wird sozusagen. Hier bei den Smart Dispensern gibt es auch noch die Funktion Mode. Also da kann man den Modus umstellen. Jetzt gerade hatten wir zum Beispiel Spezies. Das heißt, der guckt, wie viele Gallimimus sind in dem Gehege und dann füllt er mal auf. Das kann man tatsächlich auch umstellen auf Cosmetic. Also Mode gleich Cosmetic. Und dann guckt er genau, wie viele Gallimimus mit diesem Skin sind im Gehege. Und wenn da zum Beispiel jetzt unter 5 drin wären, wird der das auffüllen. Also man kann das auch auf Skins anpassen. Ich denke mal, das ist schon einigermaßen verständlich. Da müsst ihr euch dann halt selber so ein bisschen reinfuchsen. Klingt alles erstmal komplizierter, als es dann im Endeffekt ist. Also installiert einfach mal die Mod, schaut euch das ein bisschen an, probiert ein bisschen aus und dann versteht man das eigentlich relativ schnell. Und wenn ihr es nochmal ein bisschen genauer haben wollt, ich verlinke euch auch unten das Video von Kai Odenik. Der erklärt das dann nochmal ein bisschen präziser, als ich das jetzt tue, weil ich halt noch nicht so die Ahnung habe. Ich habe ja gerade erst selber mich da so ein bisschen reingefuchst. Aber ich kann euch sagen, es ist nicht so schwer, wie man denkt auf den ersten Blick. Es gibt auch noch eine andere praktische Funktion, denn man kann diese Werte auch rüber kopieren zu einem anderen Feeder. Dafür muss man einfach eingeben F gleich C. Das ist sozusagen Function gleich Copy, könnte man auch ausschreiben. So ist es ein bisschen kürzer. Und dann kann man das zu einem anderen einfach rüber kopieren, indem man F gleich P nimmt. Für Paste. P steht für Paste. Und dann seht ihr, hier wurden jetzt die Werte rüber kopiert von dem Feeder. Die sind jetzt identisch. Das Ganze funktioniert übrigens nur bei Smart Dispenser zu Smart Dispenser und bei Time Dispenser to Time Dispenser. Ich kann es euch einmal zeigen. Wir nehmen jetzt mal hier nochmal so zwei Timed. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel F gleich P eingeben würde, das würde nicht klappen. Aber wenn ich jetzt hier das Ganze zum Beispiel ändere, mal ganz schnell, Spezies, machen wir einfach mal Allo. Und dann hier F gleich C mache, dann kopiert er das hiervon und dann kann man das auf einen anderen Time Dispenser machen. Aber nur auf einen anderen Time Dispenser. Jetzt sind hier die Werte rüber kopiert mit dem Allo. Braucht man wahrscheinlich nicht so häufig diese Funktion, deswegen müsst ihr die jetzt nicht unbedingt im Kopf behalten. Kann aber, glaube ich, ganz praktisch sein. Kann ich mir vorstellen. Was tatsächlich auch noch in diese Mod eingefügt wurde, sind die unsichtbaren Feeder. Die gab es vorher schon mal. Also die nicht diesen Rand haben. Die wurden auch bei der Mod mit eingebunden. Das heißt, hier hat man jetzt zum Beispiel das Fleisch nur so rumliegen. Ist natürlich für so einen Wildlife-Park dann sehr, sehr praktisch. Genau wie hier zum Beispiel der Ziegenfutterspender. Da wird die Ziege dann auch einfach ohne so ein Ding hier gespawnt. Und natürlich gibt es das Ganze auch noch als Fisch. Da schwimmt dann der Fisch so rum, auch ohne Rahmen. Das normale sieht so aus. Es war vorher eine extra Mod und das wird jetzt halt einfach mit eingebunden. Macht ja auch Sinn, ne? Dass das kombiniert ist in einer Mod. Und Leute, ich hoffe, ihr habt das jetzt einigermaßen verstanden. Das war jetzt gar nicht mal so einfach zu erklären. Aber es ist, wie gesagt, ein bisschen leichter, als man auf den ersten Moment denkt. Wir machen jetzt nochmal schnell Unfug. Timer 3. Und dann spawnen wir mal ganz viele Brachios. Sollen wir das hier auch nochmal schnell machen? Timer gleich. Machen wir mal 1 sogar. Und dann spawnen wir hier mal ganz viele Gallis. Ja, das ist okay. Jetzt geht das Chaos los, Leute. Und wir könnten jetzt ja rein theoretisch das Ding hier kopieren. F gleich C. Und hier rüber kopieren. F gleich P. Und jetzt aktivieren. Jetzt kommen ja noch mehr Gallis. Ja, und jetzt geht das Chaos los. Eieiei. Ja, da kann man bestimmt auch viel mit Unfug mitmachen. Aber ich denke mal, dass ich bald auch dann mal so einen Wildlife-Park bauen werde. Weil ich finde das richtig cool. Und diese Mod ermöglicht das halt. Und dann kann man auch wirklich da mit dem Jeep da durchfahren und das so beobachten, wie die Dinosaurier jagen und sowas. Das YouTube-Video von Kai Odenik, wo er das nochmal ein bisschen genauer erklärt, ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und natürlich auch die Mod. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen.
Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.